Hallo meine Lieben, wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine im Video, sondern sitze in meiner Bank, weil mir haben mich auf Instagram ganz, ganz viel gefragt, wie das jetzt ausschaut, wie ich mir meine Wohnung finanziere und so weiter. Und da habe ich gedacht, hole mir einen Experten zur Seite, damit ihr euch da keinen Blödsinn erzählt. Und ja, also Sache ist die, nochmal kurz zur Einleitung, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich habe mir jetzt ja eine Wohnung gekauft und die ganze Geschichte dazu, jetzt in Kurzfassung, irgendwie habe ich einfach schon länger mit dem Gedanken gespielt, weil ich mir immer gedacht habe, okay, gut, jetzt habe ich brav Geld gespart, zahle die ganze Zeit Miete und die Miete ist eigentlich umsonst, warum nehme ich nicht einfach einen Kredit auf und kaufe mir eine Wohnung. Ja, und den Schritt habe ich jetzt gewagt und bin mega, mega glücklich darüber. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich werde euch da auch ein bisschen drüber aufklären, weil für mich war das jetzt auch kein einfacher Schritt, dass ich sage, okay, mit 24, ich gehe jetzt zur Bank, ich kaufe mir eine Wohnung. Das ist nicht so normal heutzutage, sage ich einmal. Und jetzt habe ich gedacht, ist das ein interessantes Thema für euch und ich habe auch ganz viele Fragen gekriegt und auf die werden wir heute eingehen. Magst du dich vielleicht noch kurz vorstellen? Sicher, gerne. Ja, ich bin von der Hypo Steiermark aus der Filiale Fürstenfeld, bin der Filialleiter und bin der David Groß für alle. Ja, ich habe sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Die hat die Eva auch gehabt, wie sie die Entscheidung getroffen hat, einen Kredit für ihre Wohnung aufzunehmen. Und ich möchte da bestmöglich darauf eingehen und diese zur Zufriedenheit von euch allen beantworten. So, Frage Nummer 1, was auch für mich sozusagen eine wichtige Frage war, als ich dann zur Bank gegangen bin. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wenn man einen Kredit aufnehmen will? Gibt es ein Mindestalter bzw. ein Mindesteinkommen? Wie schaut das aus? Man muss einmal Punkt 1 geschäftsfähig sein, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und vom Alter her soll man das 18. Lebensjahr auf jeden Fall überschritten haben, dass man solche Entscheidungen treffen kann und solche Entscheidungen auch eingehen kann. Wichtig ist auch für eine Kreditaufnahme, dass man eine Anstellung hat, das entweder auf Basis einer Selbstständigkeit oder auf Basis eines Angestelltenverhältnisses, das zumindest 6 Monate aufrecht ist. Ja? Okay, und gibt es da jetzt ein Mindesteinkommen, das man dann haben muss, um aufzunehmen? Um einen Kredit zu bekommen, ist es wichtig, dass alle notwendigen Ausgaben, sprich Wohnungskosten, Lebenshaltungskosten, anderwertige sonstige Kosten und zusätzlich die Kreditrate, die neu entsteht, auf Basis des Einkommens nachhaltig bedient werden kann. Ja? So, dann habt ihr noch gefragt, Voraussetzungen, wie ist es jetzt, wenn man studiert, kann man dann auch einen Kredit kriegen? Also viele wissen ja, ich studiere ja aktuell noch Mathematik und Biologie, aber arbeite schon seit über 4 Jahren eigentlich selbstständig und dadurch auch natürlich verdiene ich was und habe gesagt, okay, ich nehme den Kredit auf, aber wenn man jetzt nur Student ist und vielleicht nur so an neben Studentenjob hat, kriegt man dann einen Kredit oder wie schaut das aus? Also bei dir sind die Voraussetzungen natürlich die besten gewesen. Auf der anderen Seite bist du Student und ich glaube kurz vorm Fertigwerden mit deinem Studium und auf der anderen Seite hast du oder bist du seit 4 Jahren selbstständig, wo du ein zwar nicht regelmäßiges Einkommen hast, aber doch ein sehr namhaftes, was sich über das Jahr anhäuft und aus diesen sind die Kreditraten locker bedienbar. Wenn jemand wirklich ein Student ist und nur Nebenjobs hat, um seine Lebenshaltungskosten verdienen zu können, ist es schwierig, einen Kredit zu bekommen, weil eine Bank heutzutage verpflichtet ist, die Leistbarkeit eines Kredites nachzuweisen. Es gibt sicher einige Dinge, wo man als Student trotzdem einen Kredit bekommen kann. Das wären folgende. Wenn man wirklich einen ordentlichen Job hat, wo man regelmäßig und ein gutes Einkommen hat, dann ist eine Kreditgewährung möglich. Oder so wie es bei der Eva ist, wenn man nebenbei eine Selbstständigkeit hat und daraus wirklich ein gutes Einkommen erzielt, was sich eine Kreditbedienung ableiten lässt, ist das natürlich auch möglich. Ja? Ansonsten ist es als Student schwierig zu Wohnbaukrediten, die doch in einer gewissen Höhe sind, zu kommen, beziehungsweise schwierig, das abzuschließen. Ja?
So, nächste Frage war, wie viel Eigenkapital braucht man jetzt, damit man eben eine Wohnung kaufen kann oder ein Haus oder was auch immer? Wie schaut das aus? Man braucht auf jeden Fall Eigenkapital, wenn man sich eine Immobilie anschaffen möchte, egal ob das eine Wohnung oder ein Haus ist. In Österreich ist es so, dass man ca. 20% der Gesamtinvestitionskosten als Eigenmittel zur Verfügung haben soll, um die auch in die Finanzierung einzubringen. Als Beispiel, man kauft sich eine Wohnung um 200.000 Euro, da muss man auch berücksichtigen, dass da Nebenkosten von ca. 7-8% anfallen. Das sind so ca. 215.000 Gesamtinvestitionskosten. Und von diesen Gesamtinvestitionskosten wäre das so circa 45.000 an Eigenmittel, was einzubringen sind, und der Rest könnte dann dementsprechend finanziert werden. Ohne Eigenmittel ist es schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. Dann habt ihr mich auch noch gefragt, wie es ausschaut, wenn man jetzt kein Eigenkapital hat. Gibt es da andere Alternative, dass die Bank Absicherung hat? Ja, gibt es. Viele Kunden haben zum Beispiel schon eine Wohnung oder besitzen schon eine Wohnung, die aus Eigenkapital gekauft ist, erst vor kurzem, und man überlegt, sich räumlich zu verändern, zum Beispiel irgendwo anders hinzuziehen oder ein Haus zu bauen. Dann kann man, wenn man jetzt kein Eigenkapital hat, kann man auch diese bestehende Wohnung zum Beispiel als Sicherheit der Bank mit anbieten. Und so hat die Bank die Kaufliegenschaft und die bereits bestehende Wohnung als Sicherheit, und das würde so in der Art ein Ersatzeigenmittel, würden Ersatzeigenmittel darstellen, und da wäre eine Finanzierung, sofern die Leistbarkeit gegeben ist, auf jeden Fall auch möglich. Okay. So, nächste Frage von euch war, wie schaut es mit dem Zinssatz aus? Es gibt ja variable Kredite und eben fixe Kredite, und ja, welche Kosten dann noch zusätzlich anfallen, wenn man einen Kredit abnimmt? Ich möchte mal auf die Zinssatzgestaltung eingehen. Das war ja auch in unseren Gesprächen ein sehr interessantes Thema, ja. Weil es momentan sehr verlockend ist, variable Kredite aufzunehmen, weil die Zinsen wirklich sehr, sehr niedrig sind. Wenn man einen variablen Kredit momentan bei sehr guter Besicherung und bei einer sehr guten Bonität betrachtet, haben wir da irgendwo ein Zinsniveau, das momentan um die 0,75% beträgt. Auf der anderen Seite gibt es bei uns in der Hypo Steiermark auch noch Fixzinskredite, die von 10 Jahren über 15 Jahren bis hin zu 20 Jahren Laufzeit für die Fixzinsbindung ausgestaltet werden können. Und wenn man das betrachtet, sind die Zinsen für einen Fixzinskredit zwar höher als in einem variablen Kredit. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass man für 10, 15 oder 20 Jahre immer dieselbe Rate hat und natürlich auch besser kalkulieren kann, wie viel man für den Kredit aufwenden muss. Wenn man sich Fixzinssätze anschaut, liegen die momentan, wenn man einen 20-jährigen Fixzinskredit aufnimmt, bei ca. 1,25%. Das heißt, man hat die erste Rate und die Rate im 20. Jahr sind immer gleich. Man hat zwar eine höhere Belastung jetzt gegenüber einem variablen Kredit, aber wie gesagt, die Sicherheit, dass man immer dasselbe zahlt, unabhängig dessen, was sich am Markt im Zinsniveau tut. Genau. Ich sage da kurz was dazu. Also für mich war am Anfang eben auch so die Überlegung, ich habe mich ja bei mehreren Banken informiert und so weiter, und ja, also sag mal, es sagt jeder was anderes, aber ich nehme einen fixen Kredit, da bin ich auf der sicheren Seite, habe wie gesagt immer die gleichen Rückzahlungen zu machen und habe da kein Risiko. Vielleicht erklärst du nochmal kurz für die Leute, was das nicht wissen, was ein variabler Zinssatz überhaupt ist, und ja, kurz das erklären. Ein variabler Zinssatz ist, wie die Variabilität schon sagt, der kann sich immer ändern. Im Regelfall kann sich der alle 3 Monate ändern.
der wird immer an das aktuelle Marktzinsniveau angepasst. Momentan ist dieses Marktzinsniveau im variablen Bereich auf Null. Das heißt, sollten die Zinsen oder dieses generelle Marktzinsniveau wieder zu steigen beginnen, werden die variablen Zinsen mitsteigen. Möglich wäre es alle 3 Monate. Bei einem Fixzinskredit, wenn man das betrachtet, hat man wirklich für die Dauer der Fixzinsperiode immer denselben Zinssatz und man hat im Hintergrund eine Absicherung. Genau. Passt, und dann wollten wir noch auf die Kosten für einen Kredit, was eben zusätzlich noch zu zahlen ist. Man muss bei Kreditaufnahmen natürlich auch immer die Nebenkosten, einerseits die Kaufnebenkosten betrachten und andererseits die Finanzierungsnebenkosten. Um auf die Kaufnebenkosten einzugehen, kann man sagen, dass in Österreich die Anschaffung von Eigentum mit einer 3,5%igen Grunderwerbsteuer und einer 1,1%igen Grundbucheintragungsgebühr verbunden ist. Wenn dann Maklergebühren in der Höhe von 3,6% auch noch anfallen und Kosten für die Kaufvertragserrichtung, ist man bald einmal bei 8-9% Kaufnebenkosten, die der Erwerb einer Immobilie mit sich bringt. Und demgegenüber stehen noch Finanzierungskosten, die abhängig sind von der Bank. Einerseits möchte die Bank eine Besicherung haben, das heißt, die Bank trägt ein Pfandrecht auf die Liegenschaft ein, wofür der Kunde an den Staat Österreich 1,2% verrechnet. Und die Bank verrechnet dann noch Bearbeitungsgebühren, die irgendwo zwischen 1-2% des Kreditbetrages ausmachen. Das heißt, summa summarum kann man sagen, dass Finanzierungsnebenkosten irgendwo um die 2,5-3% in Gesamtsumme liegen. So, wie gesagt, ich habe jetzt eben den fixen Kredit gewählt und ich habe jetzt gefragt, wie lang ist jetzt meine Kreditlaufzeit, und da sind auch Fragen gekommen, was ist jetzt eine optimale Kreditlaufzeit oder gibt es eine maximale, oder wie ist es generell, wenn ich jetzt ein normales monatliches Einkommen habe von 2000 Euro oder so, was ist dann sozusagen für mich jetzt die beste Wahl und die beste Laufzeit? Als Kunde und als Bank sollte man schon darauf achten, dass die Höhe der Kreditrate locker leistbar ist, dass man sich nicht übernimmt. Ja. Da gibt es so eine Faustregel, dass eine Kreditrate maximal ein Drittel des Nettoeinkommens betragen soll. Von euch ist die Frage auch gekommen, wenn man ca. 2000 Euro netto verdient, welche Kreditrate könnte ich mir leisten? Wenn man diese Faustregel anwendet, sollte die Kreditrate zwischen 650 und maximal 700 Euro betragen. Voraussetzung ist immer, dass die Kreditvoraussetzungen hinsichtlich Bereitstellung Eigenmittel und Eigenkapital erfüllt werden, sowie auch alle anderen von der Bank geforderten Voraussetzungen. Das heißt, einen pauschalen Ansatz hinsichtlich Kreditlaufzeit kann man nicht sagen, aber es ist möglich, Wohnbaukredite langfristig zu finanzieren, das heißt bis zu 30 Jahren. Und darüber hinaus könnte man auch noch Optionen generieren, bis zu 35 Jahren, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Das heißt, wenn es sich um einen sehr, sehr jungen Kreditnehmer handelt, der eine sehr, sehr gute Ausbildung hat, wo das Eigenkapital passt. Aber ansonsten pauschal, je nach Leistbarkeit, soll ein Kredit für Wohnraumschaffung zwischen 15 und 30 Jahren von der Laufzeit her betragen. Genau. Und jetzt nochmal zu mir. Also ich habe jetzt 20 Jahre gewählt und habe jetzt aber auch die Möglichkeit, dass ich im Jahr sozusagen ja noch extra was zurückzahlen. Das heißt, theoretisch kann ich auch schon früher fertig werden, das wird sich dann ergeben. Und ja, für mich passt es jetzt so auf jeden Fall optimal. Bei Fixzinskrediten ist auch noch zu erwähnen, weil du angesprochen hast, eine vorzeitige Rückzahlung. Man kann, wenn man zusätzlich Kapital spart, hat man die Möglichkeit,
einen gewissen Betrag, der ist um die 10.000 Euro pro Jahr, kann man zusätzlich zur vereinbarten Kreditrate zurückzahlen, wo sich dann dementsprechend die Laufzeit verkürzt und man mit dem Kredit früher fertig ist. Ja? So, und eine letzte Frage ist von euch noch gekommen, und zwar habt ihr mich gefragt, ob mein Kredit plus die Betriebskosten jetzt niedriger oder höher sind als das, was ich jetzt eben Miete zahlt habe. Es ist jetzt so ungefähr fast gleich. Davor habe ich ja mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt und habe das ja sozusagen auch als ausschlaggebenden Punkt gesehen, dass ich gesagt habe, passt, ich mache das jetzt, erkundige mich, gehe zur Bank, weil mit dem Gedanken spiele ich jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so. Und ja, habe das dann einfach so gesehen und habe gesagt, passt, ich mache das jetzt, gehe zur Bank, informiere mich. Ich habe eigentlich wirklich niemandem davon was erzählt, nicht einmal noch meine Eltern davon. Bin dann einfach hin und habe mir gedacht, okay, wie schaut das aus, kriege ich einen Kredit, weil ich das wirklich so für mich entschieden habe und wollte dann nicht die Meinung von irgendwen hören. Das ist halt so mein Ort und sage mein Ehrgeiz, wo ich einfach gewusst habe, okay, wenn ich mir das einbild, dann mache ich das. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung und freue mich, wenn ich in ein paar Wochen meinen Schlüssel kriege. Ja, dann sage ich danke, David, fürs Beantworten der Fragen. Ich hoffe, wir haben euch weiterhelfen können. Und vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte. Ja, danke immer für die Möglichkeit, dass ich da helfen habe können und vielleicht die eine oder andere Frage doch zufriedenstellend zu beantworten. Mein Appell an jeden ist, der was sich mit den Gedanken spielt, vielleicht eine Wohnimmobilie zu erwerben, egal ob das eine Eigentumswohnung ist oder auch ein Haus ist, geht es einfach zu eurer Bank, horcht euch an bei neuen Banken, erkundigt euch einmal, welche Möglichkeiten es individuell für einen selbst gibt, setzt euch zusammen mit dem Berater. Das Wichtigste ist, dass man die Karten offen auf den Tisch legt und dann bin ich überzeugt, dass man immer zu einer zufriedenstellenden Lösung kommt, der was für beide Seiten passt. Ja? Also nur den Mut, um zur Bank zu gehen. Passt, dann danke für alle, die so lange zugeschaut haben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen gebt. Und falls noch weitere Fragen kommen von euch, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben, dann werde ich die nochmal nachträglich beantworten. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Baba!